Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Elder Scrolls Online. So, Grala, wir sollen mit dir reden. Wir haben einen Schrei gehört. Und dann breiteten sich magische Verwerfungen über das Schlachtfeld aus. Was ist geschehen? Eure Magier haben ein Tor in die Vergangenheit geöffnet. Sie sollten doch nur einen einfachen Weissagungszauber sprechen und mehr nicht. Sarvit hätte keine Portale in die Vergangenheit öffnen sollen. Sarvit denkt, wir können in der Zeit zurückreisen, um mehr über Falchos Tod zu erfahren. Mir gefällt das nicht. Zeitmagie ist kein Spielzeug. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht birgt eine dieser Verwerfungen die Antworten, die wir suchen. Wenn es so einen Zauber gäbe, ich würde ganz gerne mal in die Vergangenheit zurückreisen. Ja gut, was soll ich tun? Untersucht die Verwerfungen. Seht nach, ob es da draußen tatsächlich irgendein Portal gibt. Und achtet auf alles, was euch ungewöhnlich vorkommt. Wer weiß schon, was sie vielleicht alles aus der Vergangenheit geholt haben. Nun gut, ja, das würde ich gerne. Vergangenheit reisen, da würde ich vielleicht einiges ändern wollen. So, wieder 4 Punkte, wo wir hinrennen müssen, das war ja klar. Okay. Zeit für Untersuchen. Alana, ihr wollt in die Vergangenheit blicken. Ich kann euch dabei helfen. Ja. Schön. Es ist abgehauen. Euch zeigen, wie Falchu bezwungen wurde. Gut. Hey. Jetzt lass mich meine Arbeit hier machen. Mann. Was kann man mit diesem Ekloplaus dran? Wenn Falchu auferstanden ist, dann muss er wieder sterben. Ja, schön. Mal muss er wieder sterben. Jetzt, muss ich denn hin? Jene Spinne. Hallöchen, Hallöchen. So. Geht zur Krypta. Ich werde euch dort erwarten und euch zeigen, wie ihr das Geheimnis finden könnt, das ihr sucht. Okay. Also, wo wir schon mal drinnen waren, ne? Die Krypta. Proton. Okay. Ah, diese Krypta. So. Reden. Ja. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier begann es. Am Tag der letzten Schlacht. Wir gaben alles auf, um Falchu zu töten. Ich soll verdammt sein, wenn ich zulasse, dass er wieder ins Leben tritt und die Welt erneut verflucht. Seid ihr deshalb zurückgekommen? Ich bin hier, weil jemand, den ich liebte, an jenem Tag alles geopfert hat, um sein Volk zu retten. Ihr sucht nach Antworten. Ich bin hier, um euch zu helfen. Und hoffentlich dafür zu sorgen, dass die Tragödie, die sich hier vor so langer Zeit abgespielt hat, nicht wiederholt. Und wenn? Diese Rüstung ist euer Schlüssel zur Vergangenheit. Sie gehörte meinem Liebsten und wurde an diesem Ehrenplatz vergraben. V.
Faulschuh wurde durch die Hand meines Liebsten getötet. Nun gut, was geschieht, wenn ich die Rüstung anlege? Ihr werdet die letzten Augenblicke der Schlacht miterleben. Ihr werdet den Platz meines Geliebten einnehmen. Erlebt den Niedergang Faulschuhs so, wie er sich zugetragen hat. Aber seid vorsichtig. Ihr könnt die Ereignisse beeinflussen. Was auch immer ihr tut, könnte unerwartete Folgen haben. Was für Folgen? Ihr werdet nicht nur eine Vision sehen, sondern ihr werdet die Vergangenheit miterleben. Euer Handeln könnte das Schicksal aller um euch herum verändern. Oh je. Das ist eine schwere Bürde. Doch es ist der einzige Weg, um an das Wissen zu gelangen, wonach ihr sucht. Legt die Rüstung an, wenn ihr bereit seid. Ich werde die Rüstung wohl anlegen müssen. Diese Rüstung birgt so viele Erinnerungen. Zieht euch jetzt an. Es gibt viel zu sehen und die Verbindung zur Vergangenheit wird nicht lange bestehen bleiben. Ja, Moment, aber wie komme ich in die Gegenwart zurück? Wenn Faulschuh stirbt, wird die Rüstung euch wieder aus der Vergangenheit auswerfen. Ihr werdet unversehrt ins Hier und Jetzt zurückkehren. Ja, genau das wird passieren. Ich bin mir da sicher. Aha. Könnt ihr mir etwas darüber sagen, wohin ich gehe? Es war eine brutale, blutige Zeit. Die Alessianer waren auf einem heiligen Kreuzzug, um jeden Meer auszulöschen, der in diesem Land lebte und es seine Heimat nannte. Sie vernichteten alles, was auch nur die kleinste Verbindung zur Magie hatte. Aber ihr wart eine Bretonin, keine mehr. Warum habt ihr gegen sie gekämpft? Würdet ihr beiseite stehen, während jene, die den Tod nicht verdient haben, von religiösen Eiferern hingerichtet werden? Das bezweifle ich doch sehr, falls ich euch nicht völlig falsch eingeschätzt haben sollte. Wir haben getan, was richtig war. Und wir würden es wieder tun. Deshalb bin ich hier. Nun gut, erzählt mir von der Liebe eures Lebens. Weise, gütig, mutig. Alles, was man sich von einem Gefährten nur wünschen kann. Aber ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Ich hoffe nur, dass das, was ihr erfahrt, euch auch in der gegenwärtigen Lage helfen wird. Naja, das hoffe ich auch. Da seid ihr ja, Liebster. Ich hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Alan Renin. Warum seid ihr noch hier, Geliebter? Kommandant Parmion sammelt die Truppen für den letzten Angriff. Ihr seid sein bester Offizier und unser edelster Ritter. In einem solchen Augenblick solltet ihr an seiner Seite sein. Ich bin nicht sicher, was hier vor sich geht. Hat euch der Schlag auf den Kopf die Sinne verwirrt? Wir stehen kurz davor, das Blatt zu wenden und einen Angriff auf Faulschuhs Hauptquartier zu unternehmen. Kommt, mein Augenstern. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Frischt meine Erinnerung auf. Was für eine Aufgabe ist das? Die alessianischen Befehle natürlich. Sie sind entscheidend. Wir haben den Boten zwar aufgegriffen, doch er hatte die Befehle schon weitergegeben. Nun müssen wir alle feindlichen Leichen durchsuchen, bis wir die Befehle finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Alessianer uns so kurz vor unserem Sieg noch überrumpeln. Ja, nun tut, denn was ihr tun müsst, um diese Befehle zu finden. Kommt dann zu mir ins Lager. Wir müssen uns unterhalten. Okay. Nichts anfassen. Ich lasse sie alle machen. Da. Denumbra, all die alesianischen Befehle. An alle Gut. Was? Oh, ich hab's könnte das sein? Verdammt! Gegenstände. Da. An alle alesianischen Soldaten. Die Direni wählen sich im Vorteil. Sie hocken gemütlich in ihren Lagern und sind sich ihres Sieges sicher.
Sie haben ihre Konzentration verloren. Uns erreichte die Kunde, dass die Direne in den nächsten Stunden einen größeren Angriff starten werden. Wenn das passiert, schicken wir unsere alesianischen Speer im Schutz der Schatten aus, damit sie sich in den Rücken der Armee begeben und ihr Lager zerstören. Sollte das funktionieren, können wir ihren Angriff von hinten flankieren und sie ein für alle Mal vernichten. Niemand stellt sich den Alesianern in den Weg. Tötet weiter im Namen des einen. Wir kämpfen, ich renne. So, Commander. Wurde höchste Zeit, dass ihr zurückkommt. Da seid ihr ja, mein Ritter. Habt ihr die Befehle? Hier sind die alesianischen Befehle. Hervorragend. Ihr seid eine Ehre für die Direni-Wache. Nun können wir einen ordentlichen Gegenangriff vorbereiten, um den drohenden alesianischen Überfall zu erwidern. Sie werden völlig überrascht sein. Ihr solltet diese Befehle dem Aileidenkönig zeigen. Er ist gerade eingetroffen und begierig darauf, ins Geschehen einzugreifen. Der Aileidenkönig? Ja, er hat uns alle überrascht. Wir haben nicht erwartet, dass der letzte König eines sterbenden Volks auf dem Schlachtfeld erscheint. Aber er ist ein brillanter Taktiker und sein Rat ist gewiss sehr hilfreich. In der Zwischenzeit schicken wir Alanas Einheit los, um Faultschuh ein Ende zu bereiten. Alana? Ich muss derjenige sein, der falsch niederstreckt. Was? Unsinn. Alana kann sich darum kümmern. Wenn ich diese Befehle richtig deute, werde ich euch brauchen, um unsere Verteidigung anzuführen. Aber wenn ihr wollt, dann sprecht ruhig mit Alana, bevor sie aufbricht. Nur macht schnell und vergesst nicht, mit dem König zu reden. Meine Liebe. Ich weiß, dass ihr Faultschuh verfolgen wolltet, aber ihr werdet noch viele Abenteuer beim Verteidigen des Lagers erleben. Seid ihr sicher, dass ich nicht mit euch kommen soll? Ich verstehe eure Besorgnis, mein Augenstern, aber Befehle sind Befehle. Wenn einer von uns versagt, könnte diese ganze Schlacht verloren gehen. Doch habt keine Angst. Ich werde sicherstellen, dass Faultschuh uns nie wieder Sorgen bereiten wird. Und wie werdet ihr ihn aufhalten? Wie? Er ist nur ein Mann, mein Liebling. Ich stecke mein Schwert ein paar Mal in ihn hinein, bis er umfällt. Und dann steche ich nochmal zu. Ich werde ihm nur wieder zurück sein und seinen Kopf vor mir als Trophäe schwenken. Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen, um unsere neue Familie zu feiern. Unsere Familie? Später, mein Augenstern. Ich werde euch nach dem Kampf alles erzählen. Ich sollte euch derzeit nicht damit ablenken. Es sind allerdings nur die besten Neuigkeiten, das kann ich euch versprechen. Ich liebe euch, wisst ihr? Nun geht. Sag nicht, die ist schwanger. Und ja. Okay, ja, hier, König. König Laloriaran Dünar. Ein Kind der Bretonen, das für die Direni kämpft? Etwas überraschend. Aber angesichts der derzeitigen Umstände nicht wirklich ungewöhnlich. Einen Moment. Diese Rüstung. Ich habe schon von euch gehört. Man sagt, dass ihr kämpft, als hätte Auriel selbst euch gesegnet. Mhm. Wir haben diese Befehle bei einem alesianischen Soldaten gefunden. Die Lage, wie sie sich auf dem Schlachtfeld entfaltet, verrät schon genug. Diese Befehle bestätigen meinen Verdacht nur. Die Alesianer planen, an unserer Verteidigung vorbeizuschlüpfen, um, wie sagt man noch? Die Direni mit heruntergelassener Hose zu erwischen. Was für eine kuriose Redewendung. Was sollen wir tun? Setzt die Direni-Magie eurer Rüstung ein, um die verborgenen Schattenspäherinnen zu entdecken, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten können. Und schaltet sie dann mit allen verfügbaren Mitteln aus. Wirklich ganz einfach. Aber ich bin eigentlich sehr interessiert an euch.
Warum seid ihr so interessiert an mir? Diese alten Aileiden-Augen sehen viele Dinge. Zum Beispiel, dass jeder hier auf diesem Hof eine Aura der Lebenskraft ausstrahlt. Außer euch. Eure Aura fehlt. Ich kann nicht unterscheiden, ob ihr nicht richtig lebendig seid oder ob ihr nur eigentlich nicht hierher gehört. Ich habe solche Magie noch nie zuvor gesehen. Und schon haben wir in die Vergangenheit eingegriffen, oder? Weil er merkt, dass wir... So, sagen wir jetzt, ich bin nicht sicher, wovon ihr da redet. Ihr habt recht, ich gehöre nicht hierher. Ach komm, wir lügen mal nicht und sagen einfach, na, mal sehen, was die Zukunft uns bringt. Ich gehöre nicht hierher. Ehrlichkeit, eine rettende Eigenschaft. Doch davon sprechen wir später, wenn die Lage weniger dringlich ist. Im Augenblick haben wir eine Schlacht zu gewinnen. Ich weiß euren Bericht zu schätzen. Ja gut, dann mal los. Ab ins Getümmel. Hört euch jetzt reden. Achso, da. Hier werden wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alessianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielt keine Rolle. Heute werden Faulchu und die Alessianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Heute feiern wir unseren Sieg. Okay, besiegt alle schon. Erstmal eine Rune, ne? Aus der Vergangenheit nehmen wir Runen mit. Haben wir hier noch eine Rune? Okay. Okay, weiter geht's. Geh mal außenrum ein bisschen hier so. Ja. Flach Schulterputzen, okay, bald. Da. Hauptquartier von Faulchu. Wir wurden überfallen. Oh,
umzingelt. Alana und die anderen. Was? Alana und was? Ach, verdammt, du kommst auch in die Quere, wenn ich hier am Kämpfen bin. Alana? Sie wurden angegriffen? Schusslager. Brennt es nieder! Zündet es an. Was das so schön ist. Handeln. Es waren zu viele. Sie haben uns in Stücke gerissen. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Parmion ist tot. Was ist geschehen? Kommandant Parmion beschloss, uns zu begleiten, doch es war eine Falle. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Foulshoe und seine Offiziere zu stoßen. Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft. Aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Foulshoe jeden Moment einen Großangriff ausführt. Was könnt ihr empfehlen? Es ist eine schwere Wahl. Ich denke, es sind noch genug von uns übrig, um Foulshoe zu verfolgen. Aber wir müssen auch Alana retten. Ich weiß nicht. Wie lauten eure Befehle, Hauptmann? Ja, ich schätze, ich muss mich wohl entscheiden. Das ist keine einfache Wahl, ich weiß. Ich beneide euch nicht. Aber egal, was ihr entscheidet, wir stehen euch bei. Nehmt die Soldaten, tötet Foulshoe. Ich werde Alana. Nein. Die sollen Alana suchen und ja, wir versuchen Foulshoe zu töten. Nun gut, Hauptmann. Ich werde euch einen unserer Soldaten mitgeben. Sie wird euch drinnen treffen. Ob das die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht, aber es hieß ja, dass ihr Gemahl gestorben ist im Kampf gegen Foulshoe. Oder? Das wäre ich mir glaube, okay, ich mach das. Die Höhlen des Glumbrammors. Euch alle. Verschwinde da. Löscht die verdammten Feuer. Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen. Noch mehr Direnni, vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! Jetzt.
Stirb. In Stücke reißen. Gegen mich seid ihr nichts. Verwendet das Feuer. Paul Chu hat Angst vor den Flammen. Gut. Angst. Nein, kein Feuer. Ich bin tot, ich hang jetzt gerade und mein Na, ihr wisst Bescheid. Lösch die verdammten Feuer! Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen! Noch mehr Direnni? Vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! Verbrennt es! Verteilen! Euch in Stücke reißen. Nein, kein Feuer! Verwendet das Feuer! Paul Chu hat Angst vor den Flammen. Ja, ich kann nicht. Ach, Feuer! Oh, so darf es nicht enden! Oh, nicht so! Oh. So, namenloser Soldat. Kehrt in eure Zeit zurück. Ihr habt herausgefunden, dass Foul Shoes Schwäche das Feuer ist. Verwendet dieses Wissen weise. Betretet nun das nahegelegene Portal. Es wird euch nach Hause bringen. Ab nach Hause. Gut. Geschafft. Sehr schön. Tagchen. Oh. Es hat funktioniert. Ich wusste es. In die Vergangenheit und wieder zurück. Geht es euch gut? Ja, ich glaube schon. Die uralte Rüstung hat euch in die Vergangenheit gezogen. Mhm. Doch wir wussten, dass das nicht von Dauer sein würde. Ihr gehört hierher, meine Freundin. Ja, ich habe Falsch getötet. Feuer schwächt ihn und macht ihn verwundbar. Feuer, natürlich.
Das ergibt alles Sinn. Schnell, berichtet Grala von euren Erkenntnissen. Sie muss hören, was ihr herausgefunden habt. Jo. Nein, mach mal. Das regnet. Ist ja klar. Ist ja palette klar. Anrufrin Grala. Ihr seid zurück und es geht euch gut. Den Göttlichen sei Dank. Ich fürchtete, wir hätten euch verloren. Was meint ihr? Den Legenden nach ist die Rüstung zersprungen, als der namenlose Soldat Faulchu tötete. Der namenlose Soldat starb. Ich hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholen würde. Was ist mit Alana geschehen? Sie wurde getötet. Doch ihr Opfer war nicht umsonst. Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Wenn ihr Faulchus Schwäche entdeckt habt, dann war Alanas Tod nicht vergebens. Er schwächt Faulchu und macht ihn verwundbar. Feuer? Natürlich! Das gibt alles Sinn. Die Bestie kann seinen reinigenden Flammen nicht standhalten. Mit eurer Hilfe werden wir Kamlorn befreien und Faulchu ein für alle Mal vernichten. Jawohl, ja. Und ich bin voll. Blitzstab des Frostes, Froststab, Reichplanstab des Schockes, Reichenfroststab des Frostes. Okay, ich brauche aber später, muss ich dann, Ihr seid zurück und es geht fort. Jetzt kennen wir Faulchus Schwäche. Wir müssen dieses Wissen mit Kamlorn teilen. Ich hoffe nur, dass wir immer noch genug Zeit haben, die Stadt zu retten. Wem soll ich dieses Wissen mitteilen? Wenn ihr nach Norden geht, solltet ihr die Streitmacht der Löwengarde einholen können. Findet einen Offizier und erzählt ihm, was ihr herausgefunden habt. Das Wissen um Faulchus Schwäche könnte den entscheidenden Vorteil bringen. Ich werde zu den Truppen der Löwengarde aufschließen. Jawohl, ja, Stufenaufstieg. Ja. Das werden wir machen. Was kriegen wir denn? Stickerei, Wemer, Öl oder Tulpen? Hat die Qualität von Elise auf Überlegen. Ich glaube, Tulpen ist ganz gut. Ne? So, weiter. Magika. Ach, ich nehme irgendwas, weil ich wirklich nicht weiß im Moment, was ich nehmen soll. Gut. Ihr Lieben, alles Weitere passiert im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Adios.